Das Zeichen. Jetzt. Alle auf Position, Kamera läuft, Klappe fällt. Thomas Lötsch dreht mit 5 Jugendlichen den Videoclip zu ihrer Coverversion der Fußballhymne Seven Nation Army. Videos drehen, das kennt der 49-Jährige noch aus den 90er Jahren. Bereits bevor es mit seiner Band Illegal 2001 so richtig losging, absolvierte er eine Ausbildung zum Pädagogen. Später wurde er dann Musikpädagoge. Mit Jugendlichen musikalisch was auf die Beine zu stellen, das war schon lange sein Wunsch. Und die Kids lernen dabei weitaus mehr als Instrumente zu spielen, sagt er. Ja, was gibt es denn Sinnvolleres, als eine Band zu gründen? Ich meine, irgendwo hat man da so einen Verein, mit dem man lernen muss, irgendwo demokratisch umzugehen. Und man kann nicht einfach sagen, ich steige jetzt aus der Band aus, nur wenn man deine Nase nicht passt, das funktioniert nicht. Man muss alles ausdiskutieren. Nebenbei macht man noch Musik, kann Niederlagen und Erfolge gemeinsam feiern. Das ist doch das Größte überhaupt. Rund 15 Jugendliche beteiligen sich im Moment an Thomas Lötsch Musik AGs im Juds altes E-Werk. Viele davon hatten in dem Bandprojekt zum allerersten Mal in ihrem Leben ein Instrument in der Hand. Und einige sind so ehrgeizig, dass sie jetzt mehrmals pro Woche nach der Schule in den Proberaum gehen. Also das ist so, dass wir zum einen Gitarrenunterricht machen, dass man praktisch die Lieder, die man spielen möchte, dass man lernt, die zu spielen. Jeder, der Bock hat, eine Band zu gründen, kann das machen, bekommt dann feste Zeiten in dem Proberaum, wo er ungestört mit seinen Leuten was erarbeiten kann. Ich stehe natürlich, also wenn das verlangt wird, mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Lieder entstanden sind, drehen wir Videos, thematisch passend dazu. Natürlich alles hier auf dem Grundstück. Musik und Videoclips werden dann auf dem Internetportal YouTube hochgeladen. Die Jugendlichen lernen so zusätzlich sinnvoll mit den neuen Medien umzugehen und sie nicht nur zu konsumieren, sagt Thomas Lötsch. Kleine Musikprojekte hatte er vor seiner Zeit in Breklum zwar schon geleitet, das richtige Bands entstehen ist aber neu. Besonders wunderte sich der Profimusiker über den Musikgeschmack der jungen Nordfriesen. Mit Rock'n'Roll habe ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte ja auch, wenn überhaupt, dann auch Hip-Hop. So, das ist ja die sogenannte jugendzentrierte Populärmusik. So nennt sich das. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben. Und dafür bin ich zu haben. Das finde ich gut. Also ist ja auch nachhaltiger, wenn man jetzt Musik macht mit echten Instrumenten. Da hat man letztendlich mehr von, weil man sich das ja erarbeiten muss. Und das tut zum Beispiel der 12-jährige Adrian. Auch er hatte vor einigen Monaten zum allerersten Mal eine Gitarre in seinen Händen. Und jetzt kann er schon 5 Rocksongs spielen. Ich dachte, ich brauche jetzt eine Woche, um einen Griff rauszukriegen. Und mit Thomas Hilfe, weil er auch so gut erklären kann, habe ich das ungefähr nur ein paar Minuten oder eine halbe Stunde gebraucht, um das zu lernen. Als der 11-jährige Anton aus Struckum mitbekam, dass der neue Jutsleiter ein Bandprojekt auf die Beine stellt, war für ihn sofort klar, dass er und seine Kumpels dabei sind. Jetzt ist er der Drummer. Wir haben ja auch vor ein paar Monaten angefangen, da wollte ich auch gleich sofort dabei sein. Haben wir auch erst alles geklärt, so, wer was ist. Ja, und dann wollte ich dabei sein. Keiner der Jugendlichen wusste von vornherein, dass Thomas Lötsch selbst eine bekannte Band hat, die in den 90ern mehr als 1 Million CDs verkauft und den Echo bekommen hat. Doch durch Zufall kam das dann doch raus. Im Internet, da habe ich immer nach ein paar Liedern geguckt, dann habe ich Thomas Illegal 2001 gefunden. Das aber nicht verraten. Nee, das habe ich nicht verraten. Das bin ich ja niemand auf die Nase. Ich habe das meiner Mutter gesagt. Meine Mutter hat dann erstmal so, was? Ihr habt ja einen voll berühmten Newsletter da. Und der hat mit den Kids aus dem alten E-Werk noch einiges vor. Im November soll es in den Breklumer Youths einen Tag der offenen Tür geben. Dort sollen die Videoclips aus dem Bandprojekt gezeigt werden. Außerdem hofft Thomas Lötsch, dass seine eigenen Bandkollegen dann Zeit haben, vorbeizukommen und ein kleines Konzert zu spielen. Und irgendwann sollen dann auch die Jugendlichen aus dem Bandprojekt in Breklum ihren ersten eigenen Auftritt haben.